Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich filme heute wieder mal parallel für YouTube und Instagram. Deswegen entschuldigt, wenn ich nicht immer in die richtige Kamera gucke. Und zwar möchte ich euch heute von doTERRA die Kids Collection vorstellen. Ich habe die extra mal so wieder hergerichtet, wie die zu euch nach Hause kommt. Also die ist erstmal eigentlich schon so ziemlich schön anzuschauen. Aber das Eigentliche ist ja dann das hier. Und es ist einfach so schön. Also es ist eine ganz toll verarbeitete Tasche, die zu euch kommt, die hier oben auch noch so einen Karabiner hat, weil es schon so gedacht ist, dass man die beständig mit dabei haben kann. Und wir packen die jetzt mal zusammen aus. Ich zeige euch die Öle, die drin sind, und erzähle zu jedem Öl nochmal was. Also es ist auch wirklich sehr kindgerecht gemacht. Hier oben kann man die auch anfassen und alles Mögliche. So, also wir machen die mal auf. Und dann ist das Ganze zweigeteilt. Hier sind die sechs Roll-Ons drin. Also die sind halt extra tatsächlich so gemischt, dass sie für Kinder anwendbar sind. Sind halt auch Roll-Ons, sodass es, so auch der Gedanke dahinter, die Kinder herangeführt werden, die Roll-Ons selber zu benutzen. Also meine Kinder machen das schon unabhängig von der Kids Collection, aber die lernen sie halt jetzt auch peu à peu kennen und erfahren, welches Öl für was gedacht ist. Und dann hat man hier oben noch ein Täschchen. Also man kann dann übrigens, hier sind zwei Druckknöpfe, das Ganze auch so zusammen machen und sich so hinstellen, wenn man will. Und in dem oberen Täschchen sind solche Sachen. Und zwar sind das Karabiner und solche Dinger, die man dann auf die Roll-Ons draufstülpt. Das heißt, man kann einzelne Roll-Ons oder auch mehrere den Kindern halt auch gut mit in den Kindergarten oder die Schule oder unterwegs mitgeben, wenn die dann soweit sind, die selber benutzen zu können. Das ist halt von vorne bis hinten total gut durchdacht, das Ganze, finde ich. Und ich habe hier so ein ganz tolles Blättchen, wo nochmal jeder Roll-On drauf ist. Und dazu werde ich euch jetzt immer ein bisschen was gerne vorlesen. Ich kann euch auch diese einzelnen Grafiken übrigens mal zuschicken, wer da Interesse hat und wer sich das Ganze nochmal ein bisschen genauer angucken möchte. Wir starten mal mit dem hier. Das ist der Stronger. Und Stronger ist zur Abwehr. Das Pendant dazu wäre En Garde, was wir ja zurzeit sehr, sehr viel benutzen. Und Stronger, stärker, ist eine schützende Mischung. Hilft Wohlbefinden und Vitalität zu steigern. Perfekt für tägliche Widerstandskraft, besonders wenn man sich nicht ganz fit fühlt. Linderung bei gelegentlichen Hautirritationen. Da ist drin Zedernholz, Lycea, Weihrauch und Rose in fraktioniertem Kokosöl. Also, das ist wie gesagt so ein Roll-On, der einfach halt schon fertig gemischt ist. Und die Mischung Stronger Protective Blend fördert eine natürliche Unterstützung der Immunabwehr und gibt emotionale Kraft. Wenn sich dein Kind unwohl fühlt, wende das Öl im Nacken, auf der Wirbelsäule oder auf den Fußsohlen an, um sein Schutzschild zu stärken. Und wir arbeiten halt mit den Farben und Zeichen, weil meine Kinder ja noch nicht lesen können, und versuche ihnen so peu à peu mitzuteilen, wofür welcher Roll-On ist. Aktuell benutze ich sie bei ihnen und erkläre es ihnen einfach immer. Dann haben wir hier den Steady Grounding Blend. Steady, sicher, erdende Mischung. Fördert eine ruhige und ausgeglichene Stimmung. Fördert Gefühle von Entspannung und Ruhe. Hilft dem Geist, sich auf das Wesentliche zu richten. Da ist drin Amyrisholz, Balsam, Tanne, Koriander, Saat, Magnolie in fraktioniertem Kokosöl. Nutze den Steady Grounding Blend, um dein Kind beim Ausgleichen von hochkommenden Emotionen zu unterstützen. Die Anwendung auf den Fußsohlen, Handgelenken oder im Nacken vor einem Schultag hilft deinem Kind, Gefühle der Ruhe und Gelassenheit zu initiieren. Wir benutzen den auch tatsächlich sehr, sehr gerne nachmittags, nach dem Kindergarten oder wenn wir hier merken, es geht ein bisschen wild her und wir brauchen einfach was Erdendes. So, weiter geht es mit dem Thinker Focus Blend. Finde ich dann für die Schule super, super wichtig, weil das die fokussierende Mischung ist. Verleiht ein Gefühl von Wachsamkeit und Konzentration. Hilft dabei, mentale Ablenkung zu vermeiden. Hilft, das Gefühl von psychischem Stress zu reduzieren. Da ist drin Vetiver, benutze ich zu Hause auch sehr, sehr viel. Pfefferminz benutze ich auch sehr, sehr viel. Clementine, Rosmarin in fraktioniertem Kokosöl.
Wenn dein Kind sich während des Erledigens der Hausaufgaben überfordert fühlt, wende den Thinker Focus Blend auf den Handgelenken an. Diese Mischung ist auch perfekt zum Gebrauch vor Prüfungen und Wettkämpfen. Also auch was sehr, sehr cool ist, was für uns auch ab dem Herbst dann einfach sehr, sehr wichtig ist, weil ich diese emotionale Unterstützung, gerade wenn es dann in die Schule geht, tatsächlich sehr, sehr wichtig finde. Das hier ist der Rescuer, der blaue. Das ist eine Soothing Blend. Das ist der Retter, eine lindernde Mischung. Hilft Spannungsgefühle abzubauen, wohltuend und beruhigend für die Muskeln, fördert Vitalität und Wohlbefinden. Ist Copaiba drin, Lavendel, Spearmint, Gelbholzsamen in fraktioniertem Kokosöl. Copaiba kann ich auch sehr empfehlen als Öl. Verwende nach sportlichen Aktivitäten deines Kindes oder nach einem langen Tag draußen den Rescuer Soothing Blend auf den Schläfen, im Nacken, verschiedenen Muskelpartien oder anderen Stellen, wo Entspannung notwendig ist. Zusätzlich zu den körperlichen Vorteilen unterstützt Rescuer auch eine spannungsfreie Umgebung. Dann kommen wir zu meinen zwei Lieblings-Roll-Ons. Das ist, der eine ist Brave. Der Name sagt eigentlich schon alles. Brave Courage Blend. Brave Tapfer, die mutige Mischung. Energetisierend und belebend für die Sinne. Unterstützt eine positive Stimmung, indem es hilft, mit Stress und Angst umzugehen. Fördert Gefühle von Vertrauen, Mut und Überzeugung. Da ist Wildorange drin, Amyrisholz, Osmanthusblüte, Zimtrinde, auch wieder in fraktioniertem Kokosöl. Verwende den Brave Courage Blend, wenn dein Kind selbst Zweifel, Sorgen oder Angst empfindet. Diese energiegebende Mischung hilft Vertrauen und den Glauben an sich selbst zu entwickeln. Wende es vor einer Musikaufführung, einem Wettkampf oder einem Test an, um deinem Kind zu helfen, an sich selbst zu glauben. Also das ist tatsächlich etwas, was bei uns oft zum Einsatz kommt. Und der letzte, der drin ist, ist der Calma. Calma Restful Blend. Calma, ruhiger, erholsame Mischung. Perfekt vor dem Schlafengehen, um den Geist zu beruhigen für einen erholsamen Schlaf. Fördert beruhigende Gefühle im ganzen Körper, verhilft zu einer positiven und stressfreien Stimmung. Da ist Lavendel drin, Kananga, Buddhawood, römische Kamille in fraktioniertem Kokosöl. Gebe den Calma Restful Blend vor der Bettzeit auf die Handgelenke, um das Gedankenkarussell im Kopf und sorgenvolle Gedanken zu beruhigen. Die Mischung ist hilfreich für Kinder jeden Alters und sie kann älteren Kindern helfen, ihre Schlafgewohnheiten selbst zu regulieren. Also das ist der, den die Kinder als allererstes am einfachsten sofort selber anwenden konnten, weil, das ist das Schöne, wir benutzen ja jetzt schon seit sehr, sehr vielen Monaten Lavendel als Roll-On und das tragen sie mittlerweile schon völlig selbstständig vor dem Schlafengehen auf ihre Fußsohlen auf. Deswegen war es ein einfaches, den Calma halt in unseren Alltag zu integrieren. Und so mache ich das jetzt einfach peu à peu mit jedem Öl. Bis auf den Calma trage ich alle auf. Den Calma, den dürfen sie schon allein auftragen. Bis sie ein Gefühl dafür bekommen, welches Öl kann man wann verwenden, welche Farbe, wann tut mir was Gutes, mir einfach sehr wichtig. Das wollte ich heute gerne machen. Ich wollte euch heute gerne die doTERRA Kids Collection vorstellen, weil ich das halt wirklich für Kinder von vorne bis hinten einfach durchdacht finde und genial finde und würde so sagen, man hat dann erstmal so die komplette Bandbreite abgedeckt und hat die zu Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu den ätherischen Ölen von doTERRA habt, zur Kids Collection habt, wenn ihr vielleicht das hier von mir haben wollt, um euch das Ganze nochmal ein bisschen genauer in Ruhe zu Hause anzugucken, sehr, 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 sehr gerne. Wir können ja nochmal so ein bisschen hier drauf eingehen. Hier ist so eine schöne, tolle Grafik. Man hat das Kind, dann hat man den Kopf, ne, da ist aufbauend, also Thema Konzentration, Gedächtnis, Schlaf und Leistungsfähigkeit. Dann hat man die Hand, also das sind halt die Symbole, die auch auf den Ölen sind. Die Hand widerspiegelt den Körper, also widerstandsfähig, Immunstärkung, gesunde Haut. Und dann hat man als Zeichen noch das Herz. Das Herz ist zum Beispiel bei Brave und Steady drauf. Beruhigend für Akzeptanz, Erdung und Selbstvertrauen. So sind halt einfach auch die Symbole erklärt. Hier sieht man doch mal, welcher Roll-On, welches Pendant dazu die Öle für Erwachsene sind, sage ich jetzt einfach mal. Und genau, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren oder schreibt mir eine Nachricht. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!